Hallo, meine liebe Leseratten da draußen. Ich will euch heute das Buch Die drei Fragezeichen, Gefährliches Quiz vorspielen und muss sagen, mir hat die Kassette viel, viel besser gefallen als dieses Buch. Dieses Buch hat von mir sage und schreibe 2 Sterne einfach nur von mir bekommen, weil ich finde die Kassette viel, Hörspiel viel, viel besser als die Kassette. Und ich hoffe, dass ihr mich versteht und dass die Vogels mich nicht übertönen. Könnt ihr da mal stille sein? Listen-Katze. Das Ganze ist im Kosmos Verlag erschienen, kostete 7,90 Euro. Ich habe es für 3 Euro irgendwas bekommen oder noch günstiger. Das ganze Buch hat 124 Seiten und hat von mir, sage und schreibe, nur 2 Sterne bekommen. In dem Buch, ich muss ja auch nicht sagen, ich versuche einfach nicht zu spoilern. In diesem Buch geht es halt darum, dass Justus ausgewählt worden ist, in Knack die Nuss mitzuspielen. Ja, wer knackt die Nuss mitzuspielen, also so eine Quizrate-Runde da. Und dann erklärt ihm der Nick Nobel, der übrigens im Hörspiel von Ilja Richter gesprochen wird, dass die Dinge ganz anders ablaufen. Er kriegt dann irgendwie wann Fragen gestellt, die dann, die er selbst nicht kennt. Und Justus ist dann ganz wach. Später stellt sich dann heraus, dass Nicks Tochter von dem Nobel die Tochter entführt worden ist und die Entführer halt diese Wörter haben, die Wörter haben wollen, um irgendeinen Schatz oder irgendwas zu stehlen. Ja, und das läuft dann eben zu einem gewissen Punkt dann daraus, dass mir das Buch irgendwann nicht mehr gefallen hat, weil es eben vorhersehbar wurde und es ist einfach nur 2 Sterne wert war, fand ich. Meistens habe ich einige auch noch 3 oder 4 Sterne gegeben, aber dem Buch habe ich nur 2 Sterne gegeben. Ja, meine Lieben, das war es jetzt auch von mir. Und ich sage einfach, wir sehen uns demnächst wieder zu einem neuen Video oder zu einer neuen Rezension. Bis dann. Tschüss.